Liebe Margarete, 1986 ist ja in Bayern was ganz Historisches passiert. Die bayerischen Grünen sind zum ersten Mal im Bayerischen Landtag eingezogen und seitdem nicht mehr wegzudenken. Das ist sicher relativ bunt zugegangen, die ersten Tage und Wochen. Ja, also wir waren sehr bunt, muss ich sagen. Also wirklich alles querbeet, also das ganze Bayernland vertreten von den Regionen her, aber auch alle möglichen. Wir hatten mehr Frauen als Männer drinnen damals schon. Die Ingrid Zimmers als bekennende Lesbe, das war damals noch also enorm sowas hier, also im Landtag. Das war für die CSU ein Kulturschock fast, könnte man sagen. Und du warst damals als jüngste Abgeordnete ganz vorne mit dabei. Wie hat sich das denn angefühlt? Es war echt krass. Also es hat sich ja schon abgezeichnet im Wahlkampf, dass wir mit einem wohl guten Ergebnis in den Landtag kommen würden. Die CSU wusste überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollte. Ja, die haben schon vorher Krisenstäbe eingerichtet, was sie tun, wenn wir in diesen Landtag kommen, wie sie uns möglichst schnell wieder loswerden könnten. Aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Und also für mich persönlich war das ein unglaublich geiles Gefühl, an diesem Redepult des Landtags zu stehen. Und meine Sicht der Welt da zum Ausdruck bringen zu können. Ja, das war unglaublich. Ja. Und auch natürlich die Themen, die wir gebracht haben, das waren zum großen Teil neue oder Themen, die die Altparteien SPD und CSU damals überhaupt nicht behandelt haben, beziehungsweise total auf der Gegenseite standen. Das war ISA 2, was kurz zuvor in Betrieb ging, das war Wackersdorf damals schon, das war Tschernobyl, das war Rhein-Main-Donau-Kanal noch, das war Flughafen im Erdinger Moos. Also alles Themen, wo wir also auch die außerparlamentarisch schon also stark gekämpft haben, haben wir dann erstmals hier richtig in den Landtag getragen. Die CSU hat dich hier im Landtag auch deiner spitzen Zunge gefürchtet. Und es gibt ja so ein ganz ikonisches Foto von dir, wo du als jüngste Abgeordnete im Plenarsaal die Namen aller Abgeordneten aufrufen darfst. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen? Also ich fand es richtig stark, dass auf mein Wort hin, der große Franz Josef Strauß, der so groß ja gar nicht war, aber der mächtige Franz Josef Strauß, aufstehen musste, nach vorne kommen musste, sein Kärtchen einwerfen musste. Ja. Es war fast so ein kleines Gefühl von Macht. Ja. Also das war unglaublich stark und ja, es hat irgendwie gezeigt, so, also wir sind jetzt da. Und wir bleiben und wir sind laut, ja, und wir lassen uns hier irgendwie auch nicht den Mund verbieten. Manchmal braucht Politik auch so Momente, wenn ein Thema heiß hochkocht, auch in der Debatte, um das nochmal ganz deutlich zu machen, weil die Debatte um das Thema Flächenverbrauch, Anbindegebot, Aufweichung damals, Riedberger Horn, die Skischaukel dort in der Alpenschutzzone etc. sind ja auch alles Themen, die dich immer bewegt haben. Wenn man da mal gezielt sagt, das tut man auch ganz deutlich machen, dass da was falsch läuft. Man muss manchmal so gegen den Strich gehen. Ja, also das haben wir 2003, 2004, wo also Stoiber da das Rumfuhrwerken angefangen hat, im Wald sozusagen, haben wir das alles gesagt. Und um ein Haar hätten wir es auch beinahe gewonnen, das Volksbegehren. Ich habe das immer wieder mitbekommen, wo es um das Volksbegehren Rettet die Bienen geht. Da waren ja auch einige im Umweltbereich noch skeptisch. Kann man das überhaupt schaffen? Wenn man das nicht erreicht, ist es dann eher ein Freibrief für eine Söder-Regierung, gar nichts zu machen. Ja. Und ich glaube, es war ganz wichtig, dass damals es auch ganz knapp gescheitert ist, weil man immer gewusst hat, jetzt ist die Zeit weiter. Und es hat man ja dann auch wirklich dann mit Rettet die Bienen einen Mordserfolg eingefahren, dass ja die Söder-Regierung zum Handeln gezwungen hat. Und auch deutlich gezeigt, dass die Menschen weiter sind im Land als die Regierung in diesem Bereich. Die Leute wollen das und die Staatsregierung wäre dringend aufgefordert, das Volksbegehren wesentlich stärker noch umzusetzen, als sie es momentan tun. Da ist noch einiges in der Exekutive zu ändern. Da ist Opposition so wichtig, selbst wenn sie manchmal mühsam ist, selbst wenn man denkt, verdammt nochmal, wir möchten gerne selber regieren, was übrigens längst überfällig ist. Ja, absolut. Ja, und was der CSU auch mal gut täte, die Erfahrung der Opposition zu machen, was Bayern und der Demokratie in Bayern auch mal gut täte. Und dass wir auch in der Opposition zusammen mit der Zivilgesellschaft Bayern verändert haben und wir haben vor, das weiterzutun. Ich bin so dankbar, dass ich das machen durfte und ich finde es so toll, dass ihr das weitermacht mit dieser Power, mit dieser Kraft, mit dieser Lebendigkeit, mit dieser Ausstrahlung. Alles, alles Gute für euch, für uns. Genau, für Bayern.